Schiffe sind für den internationalen Güterverkehr unverzichtbar. Ein großer Teil ihrer Antriebsenergie geht allerdings durch die Reibung des Wassers am Schiffsrumpf verloren. Gleichzeitig belasten der Kohlendioxid- und Schwefeldioxidausstoß, den die Frachter verursachen, die Umwelt. Bereits seit einiger Zeit gibt es Versuche, den Energieverlust zu reduzieren. Ein Ansatz ist, Schiffsrumpf und Wasser durch eine Luftschicht voneinander zu trennen und so die Reibung herabzusetzen. Dazu werden Mikroluftblasen erzeugt, die einen Luftschleier zwischen dem Wasser und der Außenwand des Schiffes bilden sollen. Allerdings verweilen die Luftblasen nur sehr kurz, sind daher wenig effektiv und müssen mit hohem Energieaufwand erzeugt werden. Wissenschaftler am Nies-Institut für Biodiversität in Bonn unter Leitung von Professor Dr. Wilhelm Bartlott glauben, für dieses Problem Lösungen in der Natur gefunden zu haben. Der 6,5 Hektar große botanische Garten bildet ein unglaubliches Ideenreservoir für die Bionik. Innovative und nachhaltige Technologien auf Basis biologischer Vorbilder. Die Natur hat mit Millionen von Arten Oberflächen optimiert an die unterschiedlichsten Dinge. Und wir haben herausgefunden schon vor vielen Jahren, dass es Oberflächen gibt, die prinzipiell Luftschichten halten. Das muss ich allerdings gestehen, wir hatten keine Ahnung, wozu man Luftschichten halten soll. Vielleicht an Badehosen, das war mein einziger Gedanke. Die Wissenschaftler haben zahlreiche Beispiele für lufthaltende Oberflächen gefunden. Der Rückenschwimmer hält mit Hilfe von kleinen Härchen eine Luftschicht an seinem Körper, um zu atmen. Gleichzeitig erzeugt die Wanzenart auf diese Weise Auftrieb, nutzt die Luft sozusagen als Schwimmhilfe, sowie vermutlich auch zur Reibungsreduktion im Wasser. Ähnlich macht es die Wasserjagdspinne. Mit speziellen Härchen an ihrem Körper speichert sie einen Luftvorrat, um unter Wasser atmen zu können. Leicht zu erkennen am silbrigen Glanz. Die Nymphoides, eine Verwandte der Seerose, ist auf ein Luftpolster angewiesen, um ihre Blüte zu schützen. Wird sie unter Wasser getaucht, gelingt es ihr, schnell und trocken zurück an die Oberfläche zu gelangen. Die Tatsache, dass sich die Eigenschaft der Lufthaltung mehrfach bei nicht verwandten Arten herausgebildet hat, ist ein wichtiger Beleg dafür, dass es sich hierbei um ein erfolgreiches Prinzip in der Evolutionsgeschichte handelt. Das macht die biologischen Vorbilder für eine Übertragung in die Technik besonders vielversprechend. Näher untersucht haben die Wissenschaftler den Wasserfarn Salvinia molesta. Er kann über Wochen oder sogar Monate im Wasser treiben, ohne nass zu werden. Gelingt es den Wissenschaftlern, die Pflanze zu imitieren, könnte es tatsächlich bald Bademode geben, die beim Schwimmen nicht nass wird. In erster Linie sollen allerdings Schiffsbeschichtungen optimiert werden. Der Wasserfarn Salvinia hat ja die Fähigkeit, die Luft an der Oberfläche zu halten. Und diesen interessanten Effekt könnte man für verschiedene technische Anwendungen nutzen. Einer davon wäre halt im Bereich der Schifffahrt. Weil in der Schifffahrt gehen allein durch die Reibung etwa 70% der Antriebsenergie verloren. Und das ist eine ganze Menge. Und wenn man diese Reibung reduzieren könnte, dann kann man dadurch Energie einsparen. Und wir gehen davon aus, wenn wir jetzt mal 10%ige Reibungsreduktion ansetzen, das ist ein Wert, der realistisch sein dürfte, insgesamt weltweit 1% der Energie einsparen könnten. Mithilfe des hochauflösenden Elektronenmikroskops erforschen die Wissenschaftler am Nies-Institut das Geheimnis des Wasserfarns. Sie gehen Struktur und Funktionsweise von Salvinia molesta auf den Grund. Der Farn hat auf seiner Blattoberfläche einen dichten Besatz mit Haaren, die geformt sind wie Schneebesen. Also es gibt einen längeren Sockel mit vier feineren Haaren, die an den Spitzen zusammengewachsen sind. Und mit dieser Struktur ist der Farn in der Lage, das Wasser von der Oberfläche abzuhalten. Diese Haare sind extrem wasserabweisend. Dadurch bleibt das Wasser immer an den Spitzen dieser Haare hängen und kann gar nicht dazwischen vordringen. Somit bleibt dazwischen eine Luftschicht erhalten. Die Untersuchungen haben ergeben, dass die Härchen der Pflanze mit einer wachsartigen Schicht überzogen sind. Das gilt allerdings nicht für die äußersten Spitzen. Diese sind wasserliebend, tauchen in die umgebende Flüssigkeit ein und tackern das Wasser sozusagen auf der Pflanze fest. Die darunter sitzende Luftschicht kann daher nur schwer entweichen. Belastungstests ergaben, dass die Pflanze auf Turbulenzen flexibel reagiert und es ihr gelingt, die Luft auch bei Strömung zu halten. Die Quirlstruktur schwingt einfach mit, wie ein Grashalm im Wind.
Zudem kann sich der Kopf der quillförmigen Härchen bei Druckschwankungen stauchen und dehnen. Der Wasserfarn stellt sich also mehr und mehr als das ideale Vorbild heraus. Aber wie können die Wissenschaftler die biologischen Strukturen auf technische Oberflächen übertragen? Den Effekt der Lufthaltung kann man sicherlich durch verschiedene Methoden nachbauen. Uns erscheint da im Augenblick die Beflockungstechnik sehr vielversprechend, gerade für so einen großflächigen Einsatz, wie es jetzt Schiffsrümpfe sind, weil hier ja wirklich entsprechend große Oberflächen behandelt werden müssen. Und hier werden also feine Fasern in einen Klebstoff gebracht und dadurch wird eben auch so eine haarige Oberfläche erzeugt. Und wenn das kombiniert wird mit einer wasserabweisenden Oberflächenchemie, können wir hiermit auch eben solche lufthaltenden Oberflächen erzeugen. Zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft, die solche Schiffsbeschichtungen herstellen, haben die Forscher der Uni Bonn Modellbauschiffe mit der chemisch modifizierten Flockschicht ausgerüstet. Erste Anwendungstests liefen erfolgreich. Die Lufthaltung funktioniert. Ähnlich wie bei den biologischen Vorbildern lässt sich auch am Schiffsrumpf ein silbriger Schimmer erkennen, der durch die Reflexion an der Luftschicht entsteht. Auch erste Versuche mit einem 7 Meter langen Probeschiff ergaben vielversprechende Ergebnisse. Die Reibung konnte um 10% verringert werden. Gemeinsam mit dem Lehrstuhl Strömungsmechanik in Rostock und dem Institut für angewandte Physik der Universität Karlsruhe gilt es nun, weitere Probleme zu bewältigen. Es sind eine Reihe von Beeinflussungen denkbar. Wir wissen nicht, wie lange hält die Hydrophobierung. Wir wissen dann tatsächlich nicht, wie ist der Befall mit marinen Organismen, ob es ein Fouling gibt oder nicht gibt. Was passiert, wenn die Luftschicht einmal abreißt? Kann man sie über eine Art Microbubble-Technik wieder regenerieren? Es gibt viele, viele offene Fragen, das ist vollkommen klar. Schiffe werden also vorerst weiter viel Kraftstoff verbrauchen und Schadstoffe ausstoßen. Aber wir dürfen hoffen, dass lufthaltende Oberflächen in Zukunft die Reibung vermindern und so einen Beitrag für die ökologische und ökonomische Optimierung von Schiffen, Rohrleitungen und anderen wasserführenden Systemen leisten. Und das ist das Besondere an der Bionik, dass die Natur eben in Jahrmillionen der Evolution Versuch und Irrtum, Mutation und Selektion eine kostenlose Ingenieurarbeit zur Verfügung stellt, für die wir in unseren Zeiträumen und Denkräumen auch nur gar keine Zeit haben. Zum Zweiten ist es wieder eine Bestätigung, wie notwendig es ist, dass wir die ungeheure Vielfalt der Schöpfung, ich nenne es bewusst jetzt so, bewahren. Vielleicht 20 Millionen Arten, Pflanzen und Tiere auf diesem Planeten. 1,8 Millionen kennen wir. 95% aller Arten kennen wir nicht. Und alle haben ihr Geheimnisse. Nicht jeder hat einen Salvinia-Effekt oder andere Dinge. Aber alle haben ja Geheimnisse und wir verlieren eines nach der anderen. Und das ist auch ein Signal, denke ich wiederum, das von dem kleinen harmlosen Schwimmbad ausgeht, nach außen bewahrt das, was wir tatsächlich noch in unseren Händen haben.